Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zilla 2. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, Elite-Monster noch geplättet, ne? Ich glaube schon. Entweder das war Elises Geschichte, aber ich glaube Elite-Monster. Und ja, ich bin jetzt hier im Gallia-Pfad. Ich meine, hier im Gallia-Pfad. Und ja, ich bin wegen der Mission wieder hingekommen, weil ich sollte mir wieder ein paar Gegenstände besorgen. Und ja, wie es aussieht, kann ich hier keine Katze hinschicken. Und das kann man ja nur, wenn man eine Katze irgendwo gefunden hat. Deswegen habe ich mich hier auf die Suche gemacht und... Bams. Die war gar nicht so leicht zu finden, ehrlich gesagt. Nook gefunden. Sehr gut. Alles klar, dann machen wir in diesem Part in der Story weiter. Allerdings machen wir natürlich wieder etwas Geschäftliches. Und zwar Geld und so zurückzahlen. Ich gucke nochmal zur Sicherheit. Haben wir keine Charaktermission mehr? Nein. 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 Auf Screen konnte ich jetzt irgendwie nicht so viel trainieren. Aber ich habe mich viel in der Ferganamine umgeschaut, wegen Gegenständen und so. Und das hat auf jeden Fall gemacht. Warum bin ich jetzt schon wieder so im Eimer? Was war das eigentlich? Und ja, genau, ich habe irgendwie so einen Gegner hier gefunden, von dem wir ganz am Anfang irgendwie gehört haben. Und zwar hier, den Galtree. Bams. Da ist dieser Gegner mit diesem merkwürdigen gelben Schal. Tja, und als ich den besiegt habe, habe ich satte 44.000 Galt bekommen. Einmal hinterlässt er hier 22.000 Galt, hinterlässt er sonst. Aber da ich irgendwie Lotterie noch mit Ludger oder Leia drin hatte, ja, habe ich 44.000 Gold in einen Kampf bekommen. Das war irgendwie nice. So, jetzt kann ich wieder ein paar Aufträge hier abgeben. Den versuche ich immer noch nicht. So, Bericht, glaub mir, Bruder. Ja, die Dinger musste ich finden, aber konnte ich nicht, weil ich keine Katze hatte. So, jetzt gehen wir mal da ab. Dualität, yay. So, was? Ich dachte, danach kriege ich die Dings. Okay. Ich hätte doch genug Punkte. Ne? Da habe ich nur so 100 oder so bekommen. Was war das eigentlich? Dualität. Oh, da bringt sogar. Dann mach ja damit. Obwohl, ja, ich habe jetzt bei dir Schutz ausgerüstet. Dann krieg man wieder. Ja. So, dann Katze. Alles klar. Gallia-Pfad hier. Keine Katze mehr. Dann mach mal das Ding hier. Schicken die. Wir haben 95 Katzen gefunden. Sehr gut. So, dann verkaufe ich wieder ein paar Sachen, die ich mir aufs Screen gefahren habe. Zum Beispiel die goldenen Frösche. Bams. So, und ich tue mal 300.000 zurückzahlen. Oh, kann ich gar nicht. Okay. Dann machen wir halt mal ganz schnell. Ich habe... Whoops, das brauche ich nicht. Was habe ich alles? Das hier habe ich gefarmt in der Ferganamine. Das hier habe ich gefarmt in der Ferganamine. Das hier habe ich gefarmt in der Ferganamine, meine Güte. Das hier kriege ich immer durch die Katze, wo ich auch goldene Frösche herbekomme. Noch. Weißt du, was so 500 oder so wert ist, kann ich verkaufen. Ja, Kantarelle bekomme ich auch dauernd. Was, 1 Million ist hat. Okay. Mein Gott, wir haben richtig viel Geld jetzt. Okay, ich kann immer nur so viel anscheinend. Nova. Das kann noch ein bisschen dauern hier. Sehr gut. Ich war, glaube ich, echt, wir schaffen das hier noch vorm Ende des Spiels alles zurückzuzahlen. Weil da haben wir die Hälfte zurückgezahlt. Sehr gut. Nein, fast hätten wir die Hälfte zurückgezahlt. Diesen Part. Das ist auch krank. Sorry to bother you.
Warum kann ich nicht mehr auf einmal zurück sein? Was soll das eigentlich? Oh, yes, I'm fine. 50, verdammt. So, dann gehen wir mal zum Dingens Briefkasten und holen uns die paar Dinge ab. So, warte mal, alles bekommen. Freundschaftstrank mal 3, sehr gut. Absolute Abwehr, unrichtige Abwehr für Leia, okay. Elise Unjacke, okay. Katzenspielzeug mal 2. Ruf mich zurück. Wieder Auferstehung für Gaius und mehr nicht. Oh. Yay, Elise hat jetzt auch keine Jacke mehr. Hm. Kann ja jeder seine Jacke ausziehen. Habe ich mir echt schon gedacht. Boah, sieht das schön aus. Das war dabei erstmal. So, dann können wir in der Story weitermachen. Geht zur Spyros AG. Muss man ja schon seit Urzeiten nennen. Aber naja. Das Geschäftliche geht natürlich erstmal vor. Die Hälfte möchte ich auf jeden Fall noch zurückzahlen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 10 Millionen Geld, ne? Ja, wir haben 10 Millionen Geld, haben wir bis jetzt verdient und zurückgezahlt. Meine Güte. Das ist doch krank. Hoffentlich, wenn wir die Story hier anfangen, komme ich eine neue Nebenquest oder so ran. Weil die jetzigen kann ich nicht machen. Ich kann meinen Rang auch nicht erhöhen und so. Das ist ein bisschen blöd. So, okay, da. Ja, da ist der schon wieder. Ja. Die Hauptgeschichte fortsetzen, ja. Kapitel 15, oder? 14. Buah. Mission erfüllt. Achso, okay. 14 annehmen. Hold your horses. Only authorized personnel past this point. Ich kann auch allein gehen. Kommt ihr mit mir? Natürlich. We didn't come here just to sit in the lobby. Very well. Jetzt warten wir auch kein Problem. President Kresnik's decision, I will abide by it. Luger's been made vice president of Spirius? Okay. His promotion is effective immediately. You may use the CEO's office as you see fit. Bin ich damit auf dem gleichen Rang wie der Typ? Ich bin dann auf dem gleichen Rang wie der Typ. Das gefällt mir halt. Promoting Luger to vice president out of the blue. Oder Vizepräsident, ne? Das ist der zweite Chef dann eigentlich. Ich bin die Nummer 2 hier dann. Was zum? Before we jump to any conclusions, let's go get the whole story. Okay. Ja, Vize-Generaldirektor bin ich jetzt. Also bin ich die zweite Nummer hier. Knie von mir nieder. The CEO has left you a message. If you're watching this, know that I intend to travel to the land of Canaan and put an end to Origin's trial. This'll be interesting. But not before I tell you the full story. You see, it was all a game, the fractured dimensions Canaan, all of it. Just a giant game, created by the primordial spirits, Kronos, Maxwell, and Origin. That's right. And they've been playing it ever since humanity figured out Spyrix 2 millennia. The three spirits disagreed over whether humans could truly control Spyrix technology or not. So they devised an experiment to reveal mankind's true nature. They wanted to see for themselves if human beings were capable of resisting the temptation of ultimate power. This was before the schism, you see. Back in the old days when Maxwell still trusted humans. So the Chromatis was a test. Kronos granted the Chromatis to the Kresnik family as a means to measure how well humans can suppress their base desires. If someone reaches the Great Spirit Origin before a million divergence catalysts appear, mankind passes the test. If no one does, then mankind fails and the spirits leave.
Lass mich raten, wir sind kurz vor den 1 Milliarden, ne? But here's the catch. The game was rigged right from the very start. As was passed down, Origin will grant the wish of the first human who comes before him. No human could resist such a prize. It fostered greed amongst the people. As a result, the Kresniks were constantly at war over it. Thanks to all of their bickering, catalysts and fractured dimensions have multiplied like rats. A vast number of people across all the dimensions transformed to catalysts, and as a result, were destroyed. It's likely now that their number is approaching 1 million. The Spirius Corporation was established to put the brakes on this whole disaster. I haven't forgotten the reward I promised. You no longer have to worry about that pesky loan. Was? Now, just leave the rest to me. I will create the world that your generation deserves. Hey, Luger! You're not gonna believe what just happened! The bank president stopped by just now, and guess what? He said that I don't need to bug you about your loan anymore. What? How'd you manage to pull that off? Hat er doch gerade gesagt, Mann. You're not blackmailing anybody, are you? You verified the reward. Bakor left for the land of Canaan, correct? Yes. He promised to tell us how to get inside. I wasn't informed. All right, if that's how you want to play it. Then let me ask you this. How does he plan to make it past Kronos? The Chromatis came from Kronos. Bakor wouldn't be able to use it against him. I don't know. What happened to L? Excuse me, I'm running late for a meeting. Was wäre passiert, wenn ich mich verwandelt hätte im Kampf? You know, I'll bet you that the CEO is planning to use L to kill Kronos. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Director Rideau. I believe our guest's business has concluded here. We're not finished here. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ihr lasst euch von so ein paar Typen da rausschubsen? Ja, warum lässt du auch kleine Mädchen aus den Augen, Mann, Ludger? Ah. Ah. Oh. Gaius-Kloß, das macht er mit dem Gaius-Kloß. Na. Und nun? Mach einen Rundgang durch die Firma, okay. Hi, ich bin der Boss hier. Im Moment, der Generaldirektor ist weg, also bin ich der Boss. War ich hier noch nicht? Oh mein Gott, was ist denn hier noch alles? Geschäftsoutfit. Schicke Frisur. Okay. Seit wann? Aha. Hm. Ich bin der Boss. Ja, super. Müsste man doch irgendwo so einen Code eingeben für die Trainingsanlage oder irgendwie so, ne? Aber genau, was man da machen muss, weiß ich auch nicht mehr. So, ja. Dass der Typ sich hier L unter den Nagel gerissen hat, war ja sowas von klar. Items, Items, ich muss mal gucken. Ich muss nicht mehr zurückzahlen, was? Hey, ich war so kurz davor, die Hälfte zurückzuzahlen. Okay, irgendwie will ich das wieder zurückhaben. Hallo? Belohnungen? Jetzt kriegen wir hier Probleme. Forgive me for my silly comments back. Na, Untergeordneter. Knie dich nieder. Sag einfach, was ihr vorhin sagen wolltet. Was hat Bakor mit L vor? Sag einfach, was ihr sagen wollt. Was hat er mit L vor? Sorry, but I'm afraid that is top secret. L was the true key of Kresnik.
Das ist wahr. Power flows through the key. One only comes along every few generations, and the key is the trump card in the trial. As you can imagine, he or she is always at the center of Kresnik's family feuds. The most recent key was the CEO's wife till she was killed. Not that you have any relation to that one. Kurz vorher war der Schlüssel von Kresnik. Was meint ihr damit? Was meint ihr damit? Ja, das ist der Unterton vorhin. I mean exactly what I said. Don't tell me you're ignorant of your own family history. Some vice president you are. To make a long story short, the only way to reach Origin is to defeat Kronos. And the only thing that will defeat Kronos is the power of the Void, which is wielded by the Key of Kresnik. Of course, the power needed to beat Kronos would immediately transform the Key into a Divergence Catalyst, and that's the rub. Oh, please. Don't try to act so high and mighty. You had no qualms at all about using the girl's power willy-nilly. Luger? Damn you! Ah, you must have heard more details from Rado. He was only supposed to keep you occupied. I'm sorry for tricking you, but please understand. This sacrifice is necessary to make a world purely for humans. Er wählt nur für Menschen, sagt nicht Alice die Opfergabe. Ja, was zum Teufel? Our family's no stranger to sacrifices. We've made many across the years. But know that this will be the final one. When I fulfill Origin's trial, I will wish for all spirits to surrender their will. They will become mankind's loyal tools. What? But do not worry. Their first task will be to eliminate all fractured dimensions. Give me that! Luger, it's me! El? I'm gonna fix it all so you don't have to do scary stuff anymore. I'll use my wish to make sure nobody ever has to disappear again. Mr. Bakor says that only I have the power to do that. So don't come after us, okay? I'm fine, really. I know I broke our promise, so I'm sorry. Forgive me. El! I'm sorry. The GHS you are trying to reach is currently unavailable. Please try again. Oh man, nein. Nothing to do now but leave things to the CEO, I suppose. If we go charging in, he'll just use us, just like he's going to use L. Shut up! Mein Gott, ich hab Luger noch nie so oft reden hören, wie in dieser Cutscene. Aber auch zu Recht. Warum? Gaia-Blatt. Gallia-Blatt. Schon gleich wieder genug hier. Ah. Mach einen Rundgang durch die Firma. Ah. Wo geht's denn hier weiter? Mein Gott. Wenn ich 5 Minuten hier der Chef und alles geht den Bach runter. Ah. Eine Katze werden wir ja noch irgendwie schaffen, was auch immer jetzt kommt. Wenn ich dann speichere ich hier. Uah. If you continue to resist, I'll call security. We're not going anywhere until we hear the rest of the story. Luger. Did you find out anything? Turning spirits into tools. So that was Bakura's plan all along. And to think he'd use a little girl like Elle. Not if we can help it. Let's get to Kanan.
How do we get inside? We must find Julius. He will know how. We better hurry. Schon auf dem Weg. Hold on. The Vice President is not to leave the premises. CEO's orders. Super. Wait. Sollen wir uns davon abhalten lassen? Mila? Luger, you know better than anyone just how fragile this world really is. No one would blame you for turning back and enjoying the life you've made for yourself. You seem determined. And yet, appearances can be deceiving. I'll judge your conviction myself. Was? Are you two really okay with this? Jude, please do not interfere. Oh Mann, was zum Teufel? Und ich bin gerade so beschissen angezogen. Na gut, ich würde dann aber sagen, den Kampf machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.